Okay, da sind wir wieder. Die Batterie oder der Akku vom Controller war alle. Ja, die Quest geht ein bisschen länger als die anderen vorher. Beziehungsweise die anderen dädrischen Artefakte, die wir schon haben. So. Okay. So, mein Freund. Wo bist du? Du weißt schon, dass es zu Ende geht mit dir. Oh, hier gibt's. Gut, hier gibt's viel Kram einzusammeln. Das muss man schon sagen. Da lag noch ein Typ, den wollte ich mir noch angucken. Nur ein Befallener. Gib mir deine Robe. Was haben wir hier? Was ist denn passiert? Da oben das aufgegangen? Ist egal, scheint keine Falle gewesen zu sein. Oder doch? Hier ist, glaube ich, nochmal Gold. Haha. Haha. Wir haben Gold gefunden. Okidoki. Ja, nicht, dass ich irgendein Wort jetzt verpasse. Das wäre natürlich jetzt auch ärgerlich, wenn ich schon mal hier bin. Studierzimmer? Muss ich hier rein? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Aber anscheinend. Oh Gott, nee, ehrlich. Wie lange noch? Nicht zum Aufschließen. So, inhalieren die ganze Zeit? Weil den ganzen Tag diesen Dampf da. Den Rest kannst du behalten. Drecksack. Komm, Lüdi, hier gibt's nichts mehr. Weiter geht's. Boah, ehrlich. Das ist das Schlimme daran. Ich hoffe, dass das, wenn mal irgendwann mal ein sechster The Elder Scrolls rauskommen sollte, dann hoffe ich, dass die. Ach, Lüdi, tritt nicht auf die Falle drauf. Dass die Dungeons nicht so lang werden. Ich meine, irgendwann mal hat man die Schnauze voll davon. Man kann es dann nicht mehr ertragen. Uiuiuiui. Du sollst. Wächter. So, Lüdi, ich hab dich gerettet. So, ich hoffe, du bist jetzt da oben drin und wehe nicht. Ja gut, was soll ich schon machen? Was soll ich machen, wenn der da oben jetzt nicht ist? Danke, den Rest kannst du behalten. Was ist denn hier los? Schon wieder untergeschossen. Das kann doch nicht wahr sein. Verlaufe ich mich die ganze Zeit? Laufe ich hier richtig? Laufe ich falsch? I don't know. Ich glaube, ich bin woanders, ne? Oder bin ich gerade hier lang? Von hier gekommen. Nein. Ja. Dass hier kein weiterer Weg ist, sondern einfach nur
so ein Raum. Ist da jemand? Ich wusste es. Ich wollte es. Ja, ich wusste es auch. Ja. Und ich wusste, dass du das tun würdest. Das war schon alles? Komm. Oh, ich will nicht runterfallen. Das alles, was ihr könnt? Ihr habt keine Chance. Ist Lydia runtergefallen? Ist Lydia runtergefallen? Eine Chance? Ihr könnt das nicht mit mir aufnehmen. Oh, I think so. Das ist, glaube ich, der Schild, den wir kriegen. Gut. Noch einmal. Wir holen erstmal da hinten den Krams. Fall nicht runter, Lydia. Du darfst nicht runterfallen. Großer, großer Fehler. Wartet mal ganz kurz. Was ist denn das für Armschienen? Bögen. Ich habe doch jetzt auch, glaube ich, schon. No. Aber ich habe ja jetzt. Handschuhe. Rüstung verstärken, komplette. Komm. Wir gehen einfach langsam. Nope. Wo waren die denn? Ich habe die gar nicht gesehen. Da, okay, ich sehe. Habt ihr etwas gehört? Toll. Ich sehe den gar nicht. Gott, nee, er nicht. Ich treffe die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ist sie tot? Nee. Schon verloren. Eine Chance? Immer schon die Lebensanzeige im Auge behalten. So. Okay. Boah, haben die viel Gold dabei? Also. Ja, für den gut hier. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Denke Schrott wahrscheinlich. Den Jagdbogen. Weg damit. Speichern. Boah, ich will hier raus. Ich brauche Sonnenschein. Ich brauche natürliches Licht. Hä, wieso ist denn da die Tür auf? Ist denn da irgendwas? Jetzt kommt Lydia und schubst wieder runter. Das wird mich echt kaputt lachen. Hier ist nix. Okay, hier ist keiner. Keine Falle. Ah, Kanex. Das könnte richtig sein. Ja. Okay. Was ist denn für ein Geräusch? Das sind Sphären oder Spinnen. Hoffentlich kommt von hinten nichts. Ja, gut. Sieht schon interessant aus, muss man sagen.
alles voll. Oh, hab mich gesehen. Ich hab doch nur mal kurz geguckt. Genau, geh da hinten. Oh Gott, nein. Geh da hin. Fürs nächste tun habe ich jetzt hier. Ups. Oh oh. Ja. Und wieder den Streitkolben. No. Rausholen. Ja, komm, du blödes Scheißvieh. Das ist nur die Pinne, die Elektropinne. Ja, weiter. Geh auch weiter. Makelloser. Bla bla bla. Haben wir hier noch? Nix. Ja. So, okay. Wieder speichern. Elodie. Was? Rexack. Blödes Missvieh. So, okay. Komm, Lüdi. Es geht weiter. Ja, bis... Im Wasser ist hier bestimmt irgendwas. Ich habe nur keine Ahnung, was. Kein Interesse jetzt daran. Nicht gesagt. So, schön da hoch. Seht ihr, ich sag ständig so, 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 so. Ah, da kann man reinfahren. Hm. Hä, wo muss ich hin? Ach, da. Hab ich nicht gesehen. Da unten ist eine Truhe. Uah. Bisschen zu weit gedreht. Dass die alle offen sind. Ich will die knacken. Lüdi, fall nicht runter. Du musst den ganzen Weg wieder laufen. Denk dran. Schnell speichern. Was? Oi, oi. Oi, oi, oi. Nein, Lüdi. Komm mit, Lüdi. Mit dem lege ich mich nicht an. Was ist das denn hier? Quecksilber? Oi, oi. Ja, komm her. Hoffentlich geht der runter. Die sind hart. Nee, der... Geht er da jetzt auf und ab? Kommt... Jetzt, wo ich da am Abbauen bin oder so, kommt er jetzt oder was? Ja. Geil. Nein, nein, nein. Ah. Sehr gut. Wir lassen den einfach mal jetzt weglaufen. Genau. Lass mich schön in Ruhe. Hm, hier haben wir so eine Vorrichtung, die... Wie aktiviert man die? Hier? Nee, hier nicht. Okay.
Lüdi, du stehst mir jetzt wieder im Weg. Gib's doch nicht. Wozu die Eile? Komm, wir haben keine Zeit. Ich will weg von diesem komischen, hässlichen, fetten Vieh. Oh, he's coming back. Gibt's hier noch einen Weg hoch oder was? Nee, okay. Ja. Warum sollte es auch anders sein? Ja, also, du musst ihn schon erledigen. Ich werde jetzt nicht durchsuchen. Ich will jetzt schnell weg von dem. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt langläuft. Das hört sich ziemlich nah an, aber... Dürfte nicht sein. Mein Gott, ne, also... Dafür, dass ich da so ein... ewig langen Weg habe. Ist das wirklich eine mickrige Belohnung, die ich dafür kriege? Wo soll der sein? Oh, jetzt wird schon alles voll gleich. Okay. Sollte ich mit dem reden oder sowas? Töte. Nö, nö. Habe ich noch ein Gift? Schwaches Gift. Dauerhaftes... Gut. Nein. Hol ihn dir. Himmelsrand. Wo ist er? Was macht ihr denn da? Gott, nee. Was macht ihr denn da? Hey, fast ein Bild. Mein Gott. Ich wusste es. Was macht ihr denn da? Boah. Los geht's. Was? Ich kann euch nicht besuchen. Was? Ich wusste es. Was? Hä, wie ist er denn da hochgekommen? Nee, nee, nee. Habe ich ihn jetzt getroffen? Sehr gut. Aber wie ist er denn jetzt da oben hingekommen? Ich möchte da auch da oben hin. Ah, da ist eine... Ist eine Treppe. Okay. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Boah. Ich glaube, ich werde die Folge so unendlich viel schneiden müssen. Hä? Ich will mir den angucken.
Der muss doch hier oben irgendwo sein. Oder ist er runtergefallen? Wo ist... Da, da ist er. Was hast du denn? Aufzugschlüssel, danke. Ein Rubin. Du hast tolle Sachen, muss ich sagen. Das sind meine. Und das ist auch alles mein. So, okay. Ist hier noch irgendwie irgendwo was? Sieht nicht so aus. Und die Höhle oder die Ruine erkunden werden wir ein andern Mal. Das mache ich nicht. Jetzt habe ich keine Lust zu. Wow. Wir waren jetzt lang genug da. Und ja. Ach, gelevelt habe ich auch. Glaube ich. Viele Dampf. Animunkuli. Bleiben lange aktiv. Was die Erforschung. Bla 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 bla. Ah, es ist dunkel, deswegen. Schöne Show. Ach, das ist hier die Tür, wo wir nicht reingekommen sind. Die ja zu war. Perite ist hier. Schnell dahin reisen. Mit ihm reden. Quest beenden. Gott sei Dank wird's Tag. Inhalieren. Gut gemacht, Sterblicher. Alles ist in bester Ordnung und Orchendor streift in den Gruben umher. Sein Verrat wird bestraft, euer Gehorsam belohnt werden. Was wird aus den Befallenen? Habt ihr einige von ihnen am Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendor ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Wie geht es jetzt weiter? Geht nun. Sucht euer Schicksal. Ich werde euch beobachten. Und vielleicht sehen wir uns wieder später. Okay, also gut. Umarmt die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit, Sterblicher. Lebt wohl. Das war ja noch jetzt nicht nett, oder? Vielen herzlichen Dank. Und wir gucken uns direkt mal das, den Schild an. Wo ist er denn jetzt? Das war doch ein Schild. Zauberbrecher, da ist er doch. Er schafft beim Blocken einen Schutzzauber, der Zauber bis zu 50 Punkten absorbiert. Okay, kann ich doch. Ja, gucken wir mal hier so. Okay. Lydie kann ihn bestimmt. Ich bin direkt hinter euch. Gut gebrauchen. Wie kann ich euch dienen, Tane? Ich habe ein Schild für dich. Na. Vielleicht kannst du den gar nicht nehmen. Ich weiß es gar nicht. Doch, kannst du. Hier. Rüstung. Ja, perfekt. Dann mal los. Cash, hast du noch irgendwas für mich? Nee. Hat er nicht. Und damit beenden wir dann auch die Quest. Oh, vielen herzlichen. Nee, kann ich nicht nehmen. Ich dachte, ich könnte nehmen. Dann halt nicht. Und ja, das ist Perites Quest gewesen, der Zauberbrecher, der Schild. Und ja, ist nicht mein Fall, weil ich eigentlich kein Schild benutze. Und vielleicht für diejenigen, die ja ein Schild brauchen, blocken und so weiter. Obwohl man eigentlich braucht man so gut wie nie ein Schild. Und ich beende jetzt die Folge. Es war lang genug. Oh, ich habe Schnauze voll.
Und wir sehen uns in der nächsten Quest oder nächsten Questreihe. Ich weiß noch nicht genau. Oder beim Häusle baue ich. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao.